Hey Hey Leute, Leute. heute reden wir darüber, warum wir 2 Wochen lang einen gedeckten Frühstückstisch im Wohnzimmer hatten. Ja, und wir reden darüber, warum Dani mit 3 Jahren schon Zigaretten stopfen musste. Also bleibt dran. Ich bin die Dani. Und ich bin der Domi. Und zusammen sind wir die die McKinneys. McKinneys. Wir starten mit euch in den Montagmorgen, Indem wir den Scheiß der letzten Woche runterspülen. Das sollst du besser rausschneiden. Hey Hey Leute, Leute. herzlich willkommen zu unserem Podcast. Es ist der Podcast Nummer 36 und wir sind endlich wieder ganz regulär zu Hause und zeichnen diesen Podcast sonntags auf. Ihr hört den jetzt wieder montags morgens um 7, natürlich pünktlich, weil ihr habt ja die ganze Woche darauf gewartet. Und ich frage mich, als wir damals mit dem Podcast angefangen haben, haben wir so überlegt, was ist der perfekte Tag, um aufzunehmen. Dann haben wir gesagt, ja, sonntags, weil wir sonntags eigentlich nie was vorhaben und so. Dann kann der schön montags zum Wochenstart online gehen. Aber was wir halt einfach nicht berücksichtigt haben, dass wir jeden Sonntag einfach aussehen wie die letzten Gossenpenner. Ja, so wie Und gerade eigentlich ich bin am kommt. Schwitzen, der Ventilator hält mich gerade hier so aufrecht in unserem Dachgeschoss, Hitzepuff und ich finde es cool, sonntags aufzunehmen, aber jeden Sonntag diese Qual, dass man aussieht wie der letzte Mensch und sich dann hier hochschleppt, Ja. um das aufzuzeichnen. Ja, aber jetzt ist es halt so, das geht jetzt so bis zur Rente, weil der Ja, Podcast wird niemals aufhören. ja. Ich merke gerade, dass das Kamerabild gespiegelt ist, dass die Schrift auch gerade gespiegelt ist, aber es ist Ich egal. habe eben gedacht, das ist Ja, irgendwie falsch. das ist, wenn ich streame, habe ich mein Kamerabild immer gespiegelt, weil ich das dann Ja, anders habe, weil ich will, okay. dass man die Ecke sieht, nicht Ja. diesen hässlichen weißen Schrank und so. Ja, will ich nicht, spiegelst du gleich Ja, drin. ich Nein, wenn ich spiegel. jetzt. Ja, erzähl weiter, ich mache einfach nebenbei, Achso, ich ich dachte, dass spiegel. du einfach später die komplette Aufzeichnung spiegelst. Nein, 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 Leute. Ich Ja, jetzt will. macht's einmal kurz einen Switch, oder wie? Ich kann das jetzt einfach wieder zurücksetzen, das Spiegeln. So, zack, jetzt richtig. So, Ja. jetzt ist richtig, Leute. Ja. Ja, Sieht okay. das aus, als hättest du hier so ein riesiges Dreieck bei deinen Ich Haaren, weil du hab, es eben ich bin. andersrum sahst von Kunden. Ja, meine Haare sind generell. Ich müsste mal zum Friseur Ich auf habe ja jeden gerade vor dem Fall. Podcast habe ich gedacht, Alter, der Boah. müsste mal zum Friseur. Und dann habe ich versucht Ja, nachzurechnen, richtig. wann wir Ja, da vor waren. Amerika Ja, aber halt, ne? das kann doch nicht in einem Monat so gewuchert Doch, ist sein. richtig gewuchert, meine Haare. Also so Dünger im Shampoo gehabt in Amerika. Ja, vor allem jetzt hier meine riesige Geheimratsecke Ne, hier. das war jetzt nur wegen dem Spiegeln kam, das ist komisch. Das finde ich Ja, eigentlich. das Kamerabild, das Licht ist noch nicht optimal eingestellt, seitdem wir wieder am Schreibtisch sind. Das heißt, wir sind ein bisschen blass, ein bisschen weiß im Gesicht. Ja, und ich schwitze wie ein Schwamm. Und ja, das sieht man aber nicht, weil, guck mal, Ach weil sie voll so, blass sind. ja. Aber diese Ecke wird dann immer größer. Egal, Leute, wir müssen uns erstmal wieder einleben. Amerika ist endlich abgehakt und wir haben einen wunderschönen Wochenrückblick, denn wir sind ja schon etwas länger zu Hause, aber wir mussten halt Amerika ein bisschen nachholen. Ne? Genau, also der letzte Podcast, der gestern online kam, gestern am Sonntag, also das ist wieder so behindert. Der Podcast vor diesem Podcast hier wurde am 2.6. hochgeladen, Ja. quasi nach der Aufzeichnung von diesem hier. Das mache ich Und gleich. Ich lade ihn gleich hoch. der befasst sich ja mit unserem Amerika-Fazit zur Reise und bla bla bla. Wir haben gesagt, wir gehen da auch nicht mehr groß drauf ein. Deswegen legen wir jetzt hier mit dem Wochenrückblick los, aber nicht von dieser Woche, sondern von der Woche, als wir aus Amerika zurückkamen. Wir sind ja Pfingstmontag zurückgeflogen, sind an, das ist gar nicht Pfingstdienstag, ne? Wir sind den Dienstag nach Pfingsten gelandet und hatten ja, weiß ich nicht, 3, 4 Stunden Verspätung. Danke, Lufthansa, an dieser Stelle. Und ja, sind Ja, nach Hause gut. gefahren. Wir waren um 15 Uhr hier. Ja, dienstags. Willst du weiter erzählen? Kannst du mal kurz euch atmen? Ja, wir hatten eine wunderschöne Überraschung dann zu Hause vorgefunden. Man hat uns den Tisch gedeckt und schon ein paar Einkäufe und ein paar Gerichte in den Kühlschrank gestellt. Und also das war deine Mutter und deine Schwester, Michelle und Monika. Und es ist ja manchmal komisch, wenn ich das so erzähle, dass das ja so Leute sind, die vielleicht unsere Familienkonstellation so gar nicht kennen. Deine Mutter und deine Schwester haben uns wunderschön eine kleine Überraschung, Essen und in ein Schild von Damian gemalt. Willkommen zu Hause. Hat uns sehr gefreut. Ja, Und dann haben wir erstmal das gefuttert. Lustige daran ist zum einen, dass die halt dachten, dass wir früh morgens ankommen und wir so einen gedeckten Ja. Frühstückstisch hatten, als wir dann so mittags reinkamen. Wir haben dann später, als wir kamen nach Hause, haben erstmal ein Nickerchen gemacht, Ladung Wäsche in die Maschine und haben dann abends natürlich nicht an diesem Frühstückstisch gegessen, sondern dann auf der Couch haben wir dann das eingekaufte Frühstück zum Abend gegessen. Irgendwie so, da war dann noch eine Suppe dabei und wir haben einfach alles abends gegessen und haben uns voll gefreut und Wir haben den ganzen Tag davon gegessen, ja, war voll gut. Und Und wir das. hatten ja wirklich nichts hier. Also der Plan war ja, dass wir dann Essen bestellen, wenn wir dann hier sind und so, aber wir haben echt lange auch nichts mehr gegessen. Die Verspätung, Rückfahrt von Frankfurt nach Aachen und so, da war es ja wie viel Uhr? Was hattest du gesagt? 14 Uhr, ne? Oder sowas.
Ja, also es war halt, Ja. also haben wir super, Also wir haben super. diesen Frühstückstisch auf jeden Fall nicht genutzt. Ich habe gerade eben die Teller abgeräumt, 2 Wochen später jetzt. Wir haben 2 Wochen lang nicht an diesem Tisch gesessen. Ich hasse den Esstisch, du wolltest den haben, aber egal. Und Ja, mittlerweile können wir den echt irgendwie, ja, ich benutze den ich nur für weiß nicht. Diamond Painting. Ja, oder wenn die Kinder mal da sind, dass man mal so am Tisch Ja, mit sitzt denen und kannst du ja nicht an so. der Couch essen, dann musst du danach Naja, renovieren. deswegen ab und zu brauchen wir ihn halt auch, aber wenn das Wohnzimmer jetzt noch mal so neu eingerichtet werden würde, sage ich, wir brauchen keinen Tisch. Eigentlich bräuchten wir nur, ach, dann essen wir mit den Kindern in der Garage. Dann stellen wir da einfach so einen Gartentisch und dann können die da rumsauen. Das passt auch, ja. Ja. Egal. Genau, das eine war witzige, dass sie Frühstück gemacht haben, obwohl wir mittags ja dann kamen. Und dann hatten die ja Essen eingekauft und ich hatte schon auf dem Rückweg von Amerika habe ich eine Rewe-Bestellung fertig gemacht für den nächsten Tag und habe zufällig genau die Sachen gekauft, die meine Mutter uns nicht eingekauft hat. Das heißt, zusammen haben sich diese 2 Einkäufe perfekt ergänzt und wir Ja. waren schon ab Mittwochs wieder voll lebensfähig zu Hause. Also, Ja. ja. Ja, ansonsten haben wir nicht viel gemacht an dem Tag. Also wir lagen Besser halt blöd rum. Ich sein. glaube, wir haben sogar noch was geschlafen. Wir haben noch Ja, wir kamen geschlafen. 15 Uhr nach Hause, haben erstmal bis abends gepennt. Wow, oh ja, okay. Heftiger Jetlag halt. Aber es ist heftig, Es aber. ist kein Jetlag, wir haben einfach in der Nacht nicht geschlafen, dann ist man tagsüber müde. Ja. Das ist einfach Biologie. Ich weiß ja nicht, was da die Unterschiede sind. Klar, wenn man reist und im Flieger nicht vernünftig schlafen kann, ist ja klar, dass man dann am Arsch ist. Also, ne, wo ist der Unterschied? Aber ja, egal. Wir haben erstmal gepennt. Keine Ahnung, Weltenbummler nennen das dann Jetlag. Keine Ahnung. Ja. Wir haben dann gepennt, abends haben wir dann Fernseh geschaut, jede Menge Trash-TV nachgeholt, Prominent getrennt, Kampf der Ja, sehr Reality Stars. viel. Es war so viel Assi-TV da, ich war so glücklich, wieder in meiner Welt zu sein. Und ich glaube, oh Gott, wir haben so heftig übertrieben. Ich glaube, ich bin um 4 Uhr ins Bett gegangen und bin dann um 6 wieder aufgestanden. Ich hatte knapp 2 Stunden Schlaf, als ich ins Büro gefahren bin. Und so fühlte ich mich auch, so sah ich auch aus und so war auch der ganze Tag eigentlich dann. Ich war dann im Büro, habe dann natürlich erstmal mit Kollegen und so bin in Urlaub geredet und ich hatte noch einige Bürotage abzuarbeiten. Das heißt, ich musste dann mal wieder mit meinem Stuhl im Aufzug fahren, ins Büro. Ja, alles, was ich halt in Amerika nicht vermisst habe, wie ich da mit meinem ganzen Scheiß dann da rumfahre und in einem leeren Raum sitze, wo ich eh sowieso keinen sehe. Ja, Dann, okay, es tut mir sehr leid. ich muss kurz überlegen, genau. Dann hatte ich noch einen Nagelstudio-Termin und wollte eigentlich nachmittags von zu Hause arbeiten, aber dann haben sich 1000 Termine noch geändert und ach, der ganze Tag war irgendwie stressig, keine Ahnung. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe Feierabend gemacht und du bist in deiner Mittagspause dann dazugestoßen, habe ich meine Schwester Daniela besucht und ihren Kleinen, also meinen Neffen Nino. Wir hatten für die Kinder so Souvenirs und sowas mitgebracht. Ja, und der hat dann ein Amerika-T-Shirt bekommen. Wir haben ein bisschen gequatscht und dann sind wir nach Hause gefahren und der restliche Tag war eigentlich relativ. Ich glaube, da waren wir dann auch früher im Bett, haben da auch noch ein bisschen Assi-TV geguckt, so, ne? Ja, wir haben viel Assi-TV die letzte Zeit, weil wir mussten halt voll viel nachholen, ne? Ja. Boah, ich muss ganz halt Nase putzen, ich habe voll Allergie. Ja. Entschuldigung. Ja, jetzt sind wir bei Mittwoch. Ja, das war ja der Dienstag. Ja, Das ist so, ja. Mittwoch, ah ja, stimmt, ich muss ja ein Update geben. Mittwoch war ich dann beim Zahnarzt. Ich habe ja dann einen Zahnarzttermin direkt von Amerika aus Mal so gemacht. Und nochmal. Eilmeldung, Gammelzahn-Update. Ja, genau. So, um dann nochmal drauf zurückzukommen, ich weiß nicht, die Leute, die es halt dann beim letzten Podcast, den haben wir ja irgendwann in Amerika aufgenommen, da habe ich es erzählt, ist ja mein Zahn gebrochen und so ein paar Stücke sind davon flöten gegangen und jetzt habe ich da so einen komischen halben Gammelzahn, hinterer Backenzahn. Ich war dann beim Zahnarzt und der ist halt leider nicht mehr zu retten, da ist einfach zu viel von weggebrochen. Ich hatte ja auch voll die zwei heftigen Stücke im Mund, das habe ich ja erzählt, aber du wolltest mir ja nicht glauben, aber. Ich habe gedacht, dass du ein bisschen übertreibst. Ja, das ist halt, der Zahn ist tot. Da war meine Wurzelbehandlung und der ist jetzt halt einfach hinüber. Das kann halt passieren bei dem schönen Kassenmaterial, den man ja zur Verfügung hat, wenn man gesetzlich versichert ist. Und ich habe eine Zahnzusatzversicherung und ja, jetzt muss erstmal geschaut werden. Am 11.06. kriege ich den Zahn gezogen beim Kieferchirurgen und dann werde ich mein Implantat machen lassen. Und ja, habe eine Zahnzusatzversicherung und vieles übernimmt die Versicherung ja dann wahrscheinlich. Aber da muss erstmal geguckt werden, das muss verheilen, da muss dann der Stift reingesetzt werden. Ein Kostenvoranschlag vom Chirurgen und von meiner Zahnärztin, die ja dann die Krone macht. Und so, das wird witzig. Also freue ich mich ja schon sehr drauf. Das kann Ironisch bis zu gemeint. einem Jahr kann sich das ziehen, hast du gesagt, Ja, ne? das wird sich jetzt ein ganzes Jahr lang ziehen, dieses Implantat zu machen. Ne? Dann kommt ja noch so ein Provisorium drauf und Naja, weil alles. du sonst ja so eine Riesenlücke dann halt erstmal da hast und so. Das stelle ich mir voll unangenehm vor, weil Ja. jetzt ist die Lücke ja schon voll unangenehm. Fun Fact: Ich kenne noch eine Person, der Zahn weggebrochen Ja, ist. hat. Und diese Person hat ein Provisorium bekommen, das hat irgendwie 20 Jahre gehalten oder so.
Echt? Ja, und das ist dann irgendwann, hat die was gegessen, ist das einfach rausgefallen und dann musste sie es halt machen lassen. Also, Aber das okay. war halt einfach nur reingeklippt und hat einfach so gefühlt länger gehalten als das Kassenmaterial. Krass, ne? Ja, Ja. richtig heftig. Ja, nee, ich werde das jetzt aber direkt vernünftig machen lassen. Hinten Backenzahn, da Ich wird die ganze Zeit verstehe halt gekaut auch und. die Logik von den gesetzlichen Krankenversicherungen nicht. Ja, echt dumm. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also früher hat man ja immer Amalgamfüllungen bekommen, diese hässlichen, schwarzen, dunklen Scheißfüllungen, die einfach fies aussahen, aber gut gehalten haben. Und irgendwann hat das geschwenkt und dann hat man helles Material bekommen. Amalgam wurde nicht mehr gemacht. Und dann konnten wir immer wählen, ob wir das Kassenmaterial wollten. Das waren, glaube ich, dann 15 Euro pro Zahn, was man selber bezahlen musste, trotz dass es das Kassenmaterial war. Oder ob wir das gute Material wollten. Das hatte dann immer, glaube ich, 60, 70, 80 Euro pro Zahn oder so gekostet. Und dann hat die immer gesagt, ja, das Kassenmaterial ist leider nicht so langlebig und so. Ja. Und ich habe dann damals, aus Angst, ich muss dann nochmal hin, habe ich das teure genommen. Und du hast gesagt, ja, machen wir halt erstmal, dann Ja, spare ich bis etwas es bricht, Geld. dann bricht es. Ja. Ja, Und du, hat ich jetzt hatte ist da jetzt noch ein gebrochen. Studium. Also, dass man dann erstmal sagt, ja, okay, Ja. komm, mal erstmal das Günstige. Aber jetzt sagen wir mal, das ist jetzt 10 Jahre her, dass du die Füllung bekommen hast. Und jetzt hat die Füllung dazu geführt, dass dein ganzer Zahn gebrochen Ja. ist. Jetzt, die müssen doch jetzt, auch als gesetzliche Kasse, müssen die doch jetzt trotzdem wieder Kosten aufwenden, weil der Zahn wird ja gezogen und das verursacht ja auch alles Kosten. Das übernehmen die ja auch, Naja. bis auf das Implantat, ne? Warum bezahlen die nicht diesen kleinen Aufpreis pro Zahn für das vernünftige Material, als dass da jemand alle 10 Jahre mit Problemen wieder hinkommt? Ja, Das das ist ist halt wieder so. wie die Geschichte, die ich gestern erzählt habe mit dem Impfen. Weißt du, die zahlen dir eine Hepatitis A-Impfung für Tunesien, aber nicht die Auffrischung, weil du ja nicht nochmal nach Tunesien fliegst. Also, ich weiß nicht, ich möchte jetzt Ja, es keinen ist beleidigen, halt. aber was arbeiten da für Leute? Die können die nicht bis, können die nicht rechnen, können die nicht addieren? Weil wenn die jetzt dreimal 15 Euro pro Zahn bezahlen auf 30 Jahre, ist das doch immer noch billiger als jetzt da Zahn ziehen und dann weiß ich nicht, was der Kieferchirurg da alles macht, was sie noch bezahlen müssen. Das ist doch mega Ja, es dumm. ist halt einfach ein doofes System von den Krankenkassen, dass sie das so, dass sie da so festhalten. Es verursacht einfach nur Kosten, das ist halt einfach scheiße. Zähne, weißt du, das ist halt einfach, wir sind einfach nicht gut versorgt Das in der ist Zahnmedizin. einfach nicht langfristig gedacht. Auch Das nicht ist jetzt, langfristig, ja. die wollen jetzt sparen, aber langfristig fickt die das doch. Das Ja. ist doch nicht normal. Ja, vielleicht denkt man so, ja gut, selber schuld, wenn du die Zähne nicht vernünftig putzt oder pflegst oder so, aber das hat ja, also meistens kannst du ja auch echt, also Karies und so manchmal, da kannst du putzen, wie du willst, der kommt trotzdem manchmal durch und kriegst mal ein Loch im Es Zahn und kann so, auch das nicht ist halt sein, weil wenn die wirklich zu so denken, vermeiden. wenn die so denken würden, gäbe es ja keine Kassenlösung für Löcher. Ja. Also, Ja, ne, deswegen. ja. Ja, es ist mega scheiße. Meine Zahnärztin sagt das auch. Also, wenn ich jetzt nur gesetzlich da versichert wäre, dann wäre ja die einzige Möglichkeit, entweder ich bezahle 2.000, 3.000 Euro jetzt selber, vielleicht ein Implantat. Ein Also, das. Implantat kostet aber 4.000, glaube ich. Ich habe nachgeguckt. Ja, Zahnärztin hatte, unsere Zahnärztin hatte das mal so grob durchgerechnet. Hat die gesagt, das ist vielleicht so 3.000 Euro oder so. War jetzt nur ganz grob. Ja, also, entweder bezahlst du Tausende von Euro halt selber. Ja, oder du machst dir dann eine Brücke. Das ist ja die Lösung von den Krankenkassen, dass man sich ja jetzt eine Brücke macht. Also der Zahn muss so oder so gezogen werden. Dann wird ja da die Brücke reingemacht und dann müssen links und rechts die Zähne abgefeilt werden und kaputt gemacht werden. Da hast du nochmal zwei weitere Zähne am Arsch für eine Brücke. Und das ist dann die Lösung der Was ist Krankenkasse. denn eine Brücke? Da wird dann links und rechts muss der Zahn noch abgefeilt werden und dann wird dann da auch, ja, so ein künstlicher Zahn reingesetzt. Der wird aber links und rechts befestigt an den anderen Zähnen, damit der halt hält. Wie eine Brücke halt, so wie der Name halt sagt, ne? Aber das dann auch fest. Ja, das ist ja dann fest. Das ist dann an den anderen Zähnen halt dann befestigt, festgemacht, damit das hält. Und dann hast du da so ein, ja, dann so ein, auch eine Art, nicht Implantat, aber eine Art künstlichen Zahn. Aber der Aber muss ja nichts, halten, der was muss ja man beißen. rausnehmen kann oder so, so gebissmäßig. Eine Brücke kannst du ja wieder losmachen. Aber da verstehe ich jetzt nichts von. Das weiß ich jetzt nicht. Meine Eltern hatten zum Beispiel Brücken und sowas halt, ne? Ja, früher war das vielleicht auch noch üblich, aber Naja, klar, ne, das war. lass es einfach Nein, vernünftig machen. vernünftiges Implantat. Also, ich werde mir keine Brücke machen, dass mir da noch mehr Zähne zerstört werden. Aber dicker Mittelfinger an die Krankenkassen, denen man jeden Tag, jeden Monat das Geld in den Rachen schaufelt und wenn man dann mal was hat, zahlen Ja, die nicht, ne? ja, Aber ja. Nee, auch das, nee, dass die Zahnmedizin da so einfach schlecht abgedeckt ist. Also, ne, dass das jetzt wirklich eine Lösung ist, wenn so dein ganzer Zahn am Arsch ist, eine Brücke zu machen, was aber eigentlich deine Zähne noch mehr kaputt macht, was eigentlich keine vernünftige medizinische Lösung ist. Das ist ungeheuerlich und gut, man muss immer selber gucken, wo man bleibt. Also Deutschland ist eigentlich alles korrekt und so, aber Zahnzusatzversicherung, macht euch das. Das ist Zähne sind scheiße, sind Arschlöcher. Zähne sind richtig scheiße. Na.
Gut, So, Thema kommen wir mal abgehakt. von deinem Gammelzahn. Während du beim Zahnarzt warst, war ich im Büro und am Nachmittag haben wir Damian von der Kita abgeholt. Der wusste nichts davon. Wir haben den Ja. überrascht. Der hat sich total gefreut, uns zu sehen. Wir sind dann mit ihm nach Hause gefahren, also zu meiner Schwester. Und da war auch unser anderer Neffe Fabio. Auch die haben Souvenirs von uns bekommen. Wir haben ein bisschen mit denen gechillt und dann sind wir nochmal nach Hause gefahren. Haben unsere Koffer verkauft, weil meiner ist ja aufgeplatzt in Amerika und wir haben die verkauft bei Kleinanzeigen. Also ich habe das dazu gesagt, dass der aufgeplatzt ist, aber denen war das egal, weil die damit nicht mit dem Flieger fliegen wollten. Und ich habe mir drei neue Koffer bestellt. Und ja, das ist eigentlich ganz spektakulär, keine Ahnung, warum ich mich gerade so freue. Ja, abends sind wir dann noch zu einer Freundin von uns gefahren und ihrem Mann und den drei Kindern. Also, das ist quasi die Mutter von meinem ersten Patenkind und die hat jetzt ein drittes Kind bekommen, was wir dann kennengelernt haben, weil wir in Amerika waren, als die Kleine geboren wurde. Ja, dann haben wir da ein bisschen gequatscht, den Kindern auch Souvenirs mitgebracht. Das war dann auch unsere letzte Ladung Souvenirs, die wir dann verteilt hatten. Ja. Ich hasse das. Normal bringe ich keine Souvenirs aus dem Urlaub mit. Ich hasse das. Und man kauft eigentlich immer nur Scheiße. Und aber jetzt, wir waren jetzt länger nicht mehr so lange weg und irgendwo, wo man mal wirklich was hätte mitbringen können. Deswegen haben wir jetzt T-Shirts und Süßigkeiten als mögliche und so dabei gehabt. Ja gut, der Koffer ist nicht ohne Grund geplatzt, ne? Ja. Ja, und dann, ja. Dann an dem Abend haben wir noch ein bisschen gechillt. Wir sind dann so langsam auch in unsere Geburtstagspartyplanung eingestiegen, weil wir ja jetzt im Juni beide zusammen unseren Geburtstag nachfeiern. Ich hatte im Dezember, du hattest im April. Ja, am nächsten Tag habe ich dann mal Homeoffice gemacht. Ich wollte eigentlich ins Büro, aber ich hatte so keinen Bock. Ich habe das dann verschoben. Ja, auch halt wieder in den gewohnten Trott reinzukommen und so. Ist Ja, ja ich alles hasse etwas das einfach, schwierig, dass ne? ich da jeden Tag da im Stau stehe und so, es kotzt mich an. Dann sitze ich da und dann bohren, also das Einzige, die Einzigen, die ich treffe, ist der Mann, der mir das Brötchen verkauft und der Handwerker, der da am Bohren ist. Also, entschuldigen, kann ich mir auch ein Bild von denen machen, hängen mir das hier an die Wand und dann ist es gut. Wieder einfach so mit meinem Käsebrötchen da steht, dann sehe ich den jeden Tag und dann ist gut. Ich glaube, ich kenne keinen, der sein Büro so sehr hasst wie du. Es ist ja nicht mein Büro. Ja, also Büro, Gebäude, dein Arbeitgebergebäude. Ne? Wir haben unser Büro, haben wir hier. Ja, unser Ja, schönes das ist Studio. mein Büro, das liebe ich auch. Ja, Hier stehen meine auf Sachen, jeden hier habe ich Fall. vernünftige Technik, aber ich fahre da halt hin, um da sinnlos im Stau zu stehen, um dann mit meinem Aufzug im Stuhl, mit meinem Stuhl im Aufzug, mit meinem Stuhl im Aufzug zu fahren, in Ja. einem Raum zu sitzen. Ja, gut, manchmal sitze ich mit Kollegen zusammen, aber jetzt macht man halt so Smalltalk schon ein bisschen, ne? Ja. Das Soziale, ja. Ja. Ja, bei dir macht das ja echt gar keinen Sinn, weil ihr Ja doch, also die na, verdienen halt so. daran, dass ich mir halt ein Brötchen kaufe. Also den Nee, auch so 1,50 € gönne ich denen jeden Tag das einzige natürlich. Argument bei euch ist ja halt das ist so der soziale Austausch oder so die soziale Nähe, aber deine Arbeit hat es nicht notwendig, dass du da physisch bei jemandem sein musst. Es gibt Ja, natürlich meine andere Arbeit hätte Jobs. es notwendig, dass ich hier zu Hause sitze und konzentriert arbeiten Ja, kann. genau. Aber es gibt halt Jobs, die brauchen, also ne, da ist das halt notwendig, dass du halt wirklich vor Ort bist, weil es nicht anders geht durch irgendwelche Sachen, so Systeme, das gibt es, ja. Ja, das ist schon Aber klar. du hast halt wirklich so einen Homeoffice-Job, du brauchst halt, so wie ich ja auch, ne, ich brauche ja nur meinen Laptop eigentlich. Ne? Und bei meinem jetzigen Arbeitgeber, die haben mich ja noch nie in Fleisch und Blut gesehen, sondern nur digital über Kamera und das funktioniert ja wunderbar. Und ich habe meinen sozialen Austausch mit denen. Wir quatschen bei Teams und sonst irgendwas. Also ich brauche nicht vor denen sitzen. Ja, vielleicht. Wir haben ja bald das Sommerfest, vielleicht Ja, fahre ich mal bei so runter oder Festen ist so. ja auch was anderes, klar. Ja, Nee, aber guck mal, ich habe für jetzt Dienstag, Mittwoch im Büro. Und das ist ja doof, also man verliert ja schon voll viel Zeit dadurch, Aufbau, Abbau und den ganzen Kram. Ich war froh, dass ich dann Donnerstag mal hier zu Hause vernünftig arbeiten konnte, mal ohne dass irgendwie was nervt, dass ich einfach mal durcharbeiten konnte und mal was erledigt bekommen habe. Weil es natürlich, wenn man einen Monat nicht da war, bleiben Sachen liegen, muss man Sachen machen. Und ich war froh, dass ich dann tatsächlich Donnerstag mal vernünftig dann arbeiten konnte. Und Freitag war ich ja dann wieder im Büro. Wir wollten eigentlich von dort aus dann zum Karawan fahren. Das Wetter war allerdings so Boah, weltuntergangmäßig heftig, schlimm, dass wir richtig gesagt haben, scheiße. nee, wollte es ja Rasen mähen im Karawan, Ja. aber ich meine, wenn die Wiese ein See geworden ist vor lauter Regen, kann Nee, man eh keinen Rasen mähen, ne? das ist richtig ätzend, auch wenn oder wenn es geregnet hat, okay, dann wird es vielleicht trocken, aber wenn es dann vorher so heftig geregnet hat, dann hast du nur so eine richtige Pampe im Rasenmäher und so, das macht keinen Spaß, wirklich, ist Ja, echt das richtig stimmt. ätzend. Und ich hatte auch keine Lust dann da die ganze Zeit in der Kälte zu sitzen. Das Wetter ist ja gerade echt mega scheiße, Leute. Ja, also im Endeffekt sind wir dann letzte Woche Freitag nicht zum Karawan gefahren. Wir waren da jetzt schon, keine Ahnung, ich glaube 6 Wochen oder 7 Wochen nicht, egal. Der Rasen ist wahrscheinlich gefühlt so, dass wenn Damian da läuft, man nur noch so seine Kappe sieht oder so, aber Ja, egal. müssen wir dann mal schauen. Wir Ja, gut, den haben. Dschungel hier hinten bei uns im Garten habe ich ja auch eigentlich ganz gut bekommen. Und
Was ich halt wirklich schade Klimaschutz. fand, also weil wenn wir hatten dann, wären wir zum Karawan gefahren, hätten wir Sabine und Dirk gesehen, die wir ja auch jetzt über einen Monat nicht gesehen haben. Das war schade, aber die sehen wir jetzt nächste Woche, deswegen haben wir auch das überlebt. Ja. Und ja, am Samstag letzte Woche war ich dann auf einer Party. Ja, ich weiß nicht, also das ist eine Party, wo nur Musik von Die Ärzte, also von der Band, gespielt wird. Und ich war da 2000, wann hab ich, 2008 war ich das erste Mal dort. Da kannten wir uns ja noch nicht mal. Und die war immer, wenn der Monat einen fünften Samstag hatte, fand die immer statt in Aachen. Und ja, ich habe das geliebt. Und dann diese Disco, also ich nenne das jetzt mal Disco, das ist halt so ein ranziger Club, so ein Rockclub, wo die Tische kleben und alles so runtergekommen ist. Also so ein ganz lockerer Club. Da war halt diese Party und da war ich jedes Mal früher. Außer wenn halt wirklich absolut wichtige Sachen waren, dann bin ich nicht hingegangen. Aber ansonsten bin ich all die Jahre dahin gegangen. Und ich glaube, dann war ich das letzte Mal da vor Corona. Oder nee. Die erste nach Corona war ich noch da, egal. Die wurde Reicht dann nicht irgendwie mehr. abgeschafft, die Party. Der Club ist auch richtig ätzend geworden. Also er ist immer noch ranzig, aber einfach jetzt viel teurer geworden und so. Wir hatten jetzt gedacht, cool, wenn das jetzt nochmal stattfindet, vielleicht ist das ja so ein Erfolg, dass sie das wieder ins Programm aufnehmen. Ja, ich war Leider nein, leider gar mit wie nicht. vielen Leuten waren wir denn da? Also du warst ja hier zu Hause, aber Ich war nicht mehr dabei. Da komme ich gleich noch zu. Ja. ich war mit, ich glaube, 6 oder 7 Leuten waren wir dort. Früher hat da alles 1 Euro gekostet, jedes Getränk. Also hier Desperados, Ja, das war auch cool. Desperados, Corona, Hefeweizen, eine ganze Flasche hat alles 1 Euro gekostet. Dann haben die irgendwann 2018, 19 rum, haben die gesagt, okay, alles 1 Euro, aber diese Flaschenbiere, die kosten 2 Euro. Und jetzt, ungelogen, habe ich für Desperados 5 Euro Ja, bezahlt. das Ne? ist halt, das war echt. Als ich das gehört habe, Ja, bin ich auch also. vom Glauben abgefallen. Sag ich, mach mal den Ventilator und ich weiß gar nicht, ob man den gehört hat. Ich habe eine Rauschunterdrückung reingemacht, aber ja, aber Ja. heftig. 5 Euro, Also ein okay. Hefeweizen hat 3 Euro gekostet, das ging noch. Aber man muss sich halt vorstellen, wir reden hier nicht von einem schicken Club, sondern wir reden wirklich Das ist von so einer wirklich Ruine. randfüde. So Das eine ist ein Ruine, wo die Klospülung aus der Wand fällt, es tropft von der Decke, es klebt alles, es ist stinkt alles auch. ekelhaft und Das, stinkt. diese Tanzfläche stinkt immer so heftig. Ja, das war Oh. jetzt diesmal aber Ja, weil die im Club Leute nicht halt so so. mit, doch im Laufe des Abends, das ist auch da Ja, die weil die Frage, keine wie Belüftung voll, haben. ja, wie voll es wird und den Leuten schwappt halt den Getränke über und dann klebt das auf dieser Tanzfläche, die ist auf so einem komischen Alu und dann Nee, die ist vermischt eine. sich das irgendwie und dann stinkt dann, doch, das fängt dann so an, so richtig hoch zu miefen, stinkt nach kaltem, nassen Fisch. Ja, ist egal. Also. Auf jeden Fall haben die irgendwie da einen auf Schickimicki jetzt gemacht. Sind jetzt teuer. Ja, das Also, ist keine kein Ahnung, haben nicht mal eine Schickimicki. vernünftige Garderobe, aber Desperados kostet 5 Euro. Egal, wir vermuten ja sowieso, dass der Laden nur dazu da ist, um Geld zu waschen. Den gibt es schon seit Das meine Eltern noch definitiv, jung ja. waren. Und es ist einfach so ein bekannt. Ich würde sagen, die waschen da einfach nur Geld. Ist ja. Früher war das ein bekannter Drogenladen, doch anscheinend. Aber Ja. laut in Erzählung deiner Eltern. Also. Ja, also da, aber das erzählen alle, die früher da waren. Aber das habe ich so, ich bin das erste Mal 2008 da gewesen und mir wurden an der Theke keine Drogen angeboten und auch all die Jahre nicht. Ja, Nee, wie dem auch eigentlich sei, nicht. die Party, wir waren mit 6 Leuten da und ich glaube, im ganzen Club waren gefühlt 12 Leute, also es war echt nicht viel los. Die Musik war saugeil. Ja, das war leider dann auch alles. Ich denke nicht, dass es weiter stattfinden wird und so ist ein großes Stück meiner Party-Vergangenheit den Bach runtergegangen. Ja, und so bin auch ich an dem Abend den Bach runtergegangen. Du hast mich ja dann später abgeholt und nach Ja, Hause gebracht. genau, um darauf nochmal zurückzukommen. Also ich war nicht mit dabei. Ich hatte überhaupt keine Lust. Mir macht das generell nicht so Spaß. Also ich mochte den Laden noch nie. Das hat man jetzt gerade auch wahrscheinlich so gemerkt. Ich fand den schon immer eklig und scheiße. Ich mag aber auch nicht feiern zu gehen. Also ich mag keine Discos, weil Disco ist so laut Musik, dass man sich überhaupt nicht unterhalten kann. Dann bist du eigentlich nur da, um dich volllaufen zu lassen. Aber das ist dann eigentlich too much. Man ist dann, wenn man aus der Disco rauskommt, immer sowas von knüllevoll. Und das geht halt auch irgendwie dann nie gut oder so, wenn man dann nach Hause will und so. Ich mag das dann überhaupt nicht. Ich finde das ekelhaft. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich bin ein super Mensch. Zum Zusammensitzen, ein paar Bierchen trinken, so wie jetzt am Wochenende, dass man mit Freunden, Leuten zusammensitzt, sich unterhalten kann, ein bisschen Musik hört, alles so so chilligen Rahmen oder halt auch gerne mal in eine Kneipe geht und sowas halt oder irgendwo. Das habe ich vorher auch sehr gerne gemacht, aber ich mag halt einfach überhaupt keine Discos, deswegen bin ich nicht mitgegangen. Ich war hier zu Hause, habe gezockt und gestreamt halt dabei, Du musst Videos. das halt aus meiner damaligen Sicht sehen. Du konntest halt in dieser Disco, die heißt übrigens Nightlife, ihr könnt gerne mal googeln, Nightlife Aachen, konntest in dieser Disco billiger saufen als bei dir zu Ja, Hause für natürlich. 1 Euro. Und dann, Ja, also es war halt aber damals einfach, das war muss einfach nicht. so, keine Ahnung, das war unser Laden.
Also dieser Ja, ich spezielle war ja Neid. früher auch sehr oft dann da, vor allem als wir uns kennenlernten, da war ich ja auch was jünger, da war ich ja 20 Jahre, natürlich, da war ich ja auch sehr oft mit dir da Ja, aber und du so. kennst das doch, Aber ich habe das nie gemocht. wenn da diese Tussis fangen an, sich so aufzubrezeln, die gern feiern in die Disco. Bei uns war das halt, oh Gott, such deine ältesten Sachen aus dem Schrank raus, die ruhig dreckig werden können, wir gehen ins Nightlife. Naja. Das war einfach, das war, keine Ahnung, war ja auch eine andere Zeit. Wir waren da teilweise mit Truppen von 30, 40 Mann, das Ja, war das einfach war cool definitiv und. eine andere Zeit. Ich war ja auch sehr, sehr oft dann mit euch dann mit und so, ne? Und, aber ich habe das nie gemocht, nie. Generell nicht. Das hat bei mir eh später angefangen, Disco und so, als ich dann ein bisschen normaler wurde. Ich war ja als Jugendlicher so ein komischer Punk und Zecke und Rocker und so. Oh, sorry. Und hab das da so, dass ich dann ein bisschen normaler wurde, beziehungsweise dann meine Haare dann wieder kurz hatte und so, hieß es dann so, komm, wir gehen mal in die Disco und aber ich habe das dann so nie gemocht, weil es auch nie meine Musik und nie so meine Welt. Und jetzt klar, im Nightlife läuft dann halt auch Rockmusik oder sowas dann oder Ärzte, Nee, aber jetzt nicht mehr. Jetzt spielen die ja nur noch Scheiße. ja. Ja gut, ich mag halt auch die Ärzte nicht, aber auch bei der Ärzteparty lief dann zumindest mal dann auch Offspring und so oder Tote Hosen, die mag ich ja dann eher und ja. Aber es ist halt, das Schlimmste für mich ist dann halt diese unglaublich laute Musik, dass man sich nicht versteht und man nur die Wahl hat, sich volllaufen zu lassen. Weißt du, was für mich das Schlimmste ist? Was? Wenn das Bier alle ist. Ja, gut, das sowieso. Ich war chillig hier zu Hause, ich habe dich dann abgeholt und das ging dann alles gut, das war eher belustigend für mich und Das ist ja, schön, dass ich eine aber Freude bereiten konnte. Es ist halt extrem schade. Du hast dich ultra hart, aber auf die Ärzteparty gefreut. Ich habe mich ultra hart aufs Streamen gefreut, also dass ich da wirklich auch stundenlang mal richtig auch streamen konnte. Für dich war es ja eher eine Enttäuschung. Mein Stream Es lief war auch nicht super. jetzt in dem Moment, war es nicht so, also wir waren da, wir hatten ja Spaß, die Musik war cool und so, und ich habe es auch geschafft, mit fünfmal so hohen Preisen voll zu werden. Also das ist schon in Ja. Ordnung gewesen, aber halt langfristig sehe ich halt nicht das Potenzial, dass das nochmal so cool wird wie früher, dass das Ja, nochmal ich bin. stattfindet. Dieser ganze Laden ist einfach, keine Ahnung, brenn das Ding ab, es ist an der Ja, Zeit. ich bin auf jeden Fall nicht mehr da. Nee, aber wir hatten beide so ultra harte Vorfreude, sodass wir das so für uns geplant hatten, unsere Unternehmungen. Und es waren jetzt bei beiden halt jetzt, ja, dann Vorfreude ist die schönste Freude und letztendlich die Tätigkeit an sich war jetzt nicht so erfüllend. Nun Ja, ja, so, ja gut, das war der das Samstag. war der Samstag letzte Woche, dann der Sonntag vor einer Woche, wo wir theoretisch hätten Podcast aufzeichnen sollen, hatten wir gar keinen Bock, da haben wir einfach nur gegammelt. Und auch Ja. Montag und so, den Anfang von dieser Woche, jetzt wo wir das aufzeichnen, da haben wir dann so ein bisschen diese Amerika-Nacharbeiten gemacht. Also ich muss zum Beispiel noch ein bisschen Tagebuch nachholen, dann will ich ja alle Orte, wo wir so waren, bei Google Maps bewerten. Dann meinen Holiday-Check bewerten, dann will ich noch so eine Route bei unseren Google-Orten erstellen, dann habe ich noch Geocaches nachträglich gelockt und so alles, diese Nacharbeiten. Du hast die ganzen Kosten durchkalkuliert von Amerika und alles. Ja, Das haben gut, wir da so war mit und mit die einiges. Tage dann gemacht. Ja, man muss ja auch irgendwann mal wieder in die Normalität kommen, ne? Ja, halt aber auch noch weiterhin Videos schneiden. Wir haben ja immer noch nicht alle Amerika-Videos jetzt fertig und heute müssen noch zwei Podcasts fertig gemacht werden und auch Videos. Ne? Das ist halt viel Arbeit alles. Aber es macht Spaß. Ja, das stimmt. Am Dienstag waren wir mit meiner Mutter am Mittag, also wir hatten ihr zum Muttertag so einen Gutschein geschickt, wir waren ja in Amerika und konnten uns nicht sehen, da haben wir ihr einen Gutschein geschickt. Die fragt mich schon seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, wann wir nochmal geocachen gehen. Und ich hatte ja kein Geocaching-Premium. Für Amerika hatten wir uns das jetzt gemacht und da habe ich gedacht, ja, die hat mich ja jetzt tausendmal gefragt, dann könnten wir ihr ja so eine kleine Geocaching-Runde schenken, wo wir hier in der Region, in Kornelimünster, das ist so eine ältere kleine Stadt, wo wir dann da spazieren waren und haben dann verschiedene Geocaching-Typen geholt. Jetzt war das Problem, das Wetter war nicht wirklich toll, aber wir hatten trotzdem Spaß. Wir haben einen normalen Cache geholt. Dann haben wir so einen Multi-Cache gemacht, wo wir so Stationen abgegangen sind, Fragen beantwortet haben. Da war die Dose dann aber verschwunden. Kommt ja schon mal vor. Und dann haben wir noch so einen, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Verigo. Verigo. Ja, Ja, very so einen go, keine speziellen Ahnung. Cache gemacht, der halt am Handy wie so eine Art Schnitzeljagd, ne, wo man am Handy dann die Antworten eingeben muss und so. Ja, wir haben auf jeden Fall komplett Kornelimünster bestimmt drei- oder vierfach gesehen an dem Tag. Wir sind sehr viel gelaufen, es war sehr viel Steigung, aber es war auch cool. Danach haben wir meine Mutter noch zum Essen eingeladen beim Griechen. Wow, ich Oh, glaube, das war super. das wird unser neuer Stammgrieche. Also, Das war er war richtig echt, lecker also. da. Ja. Die Frau war super nett, es war mega schön da, es war super günstig, es war extrem lecker und ich habe es nicht aufbekommen. Ich habe in meinem Leben, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen Gyros-Teller nicht Ne, aufbekommen habe. das ist, glaube ich, noch nicht Also passiert. klar, also dass man am Ende halt schon mal, dass man stopfen muss am Ende, ja, das kenne ich, aber dass ich es wirklich nicht geschafft habe, obwohl ich Aber den ganzen ordentliche Tag nichts gegessen Portion. habe, Ordentliche Portion ja. war richtig lecker. Es war richtig geil.
Ja, wir kommen wieder. Ja. Und ja, danach haben wir meine Mutter zu Hause abgeliefert und dann hatten wir noch ein ziemliches Problem, denn am nächsten Tag wollten wir mit Freunden in den Urlaub fahren und wir brauchten noch Bier. Und wir fahren immer gemeinsam weg und also wir haben ja diese App, Untappd heißt die, wo man neue Biere oder auch alte Biere loggen kann. Und wir wollten jede Menge verschiedene neue Biere, die wir da loggen können, weil es ist halt so zum Sammeln, ne? Untappd, googelt das mal, habe ich schon öfter erzählt. Und der Laden, wo wir Dienstag hin wollten, der hatte Ruhetag und wir hatten das nicht auf dem Schirm gehabt. Und alle anderen Biere hier so in der Region, in den Supermärkten, die haben wir alle schon. Und wir brauchten was Neues, Einzigartiges. Und dann sind wir auf Panik an diesem Dienstagabend noch rumgefahren, Trinkgut, Edeka. Und wir haben uns von überall Biere zusammen geknausert, sagen Zusammengestellt, keine geknausert. Was ist Ahnung. das für ein Wort? Wer bin, wie alt bin ich? 100? Einfach Aber. voll viele Biere gesammelt, zusammenbekommen. Ja, genau. Wir haben dann auf jeden Fall noch eine enorme Menge an Bieren irgendwie zusammengesammelt und ja, dann haben wir noch gepackt und am Mittwoch ging es für uns nach Belgien. Wer uns kennt, weiß, dass wir einmal im Jahr mit unseren Freunden in den Sandparks Kempense Meeren fahren. Wir nennen das liebevoll Mol, so heißt der Ort da. Wir machen das jetzt seit 2013, also jetzt ist das quasi das 15. Jahr, wo wir das machen. Die Gruppe wurde immer kleiner. 15. Jahr? Nein, 11. Jahr. Nein. Letztes Jahr war doch 10-jähriges. Oh, ich dachte, wir hätten 2025. Aber selbst dann ist nicht 15. Jahr. Doch. Hä? Das ist ja jetzt das Na, 11. klar, Jahr. aber. Das Nee, ist 12. Jahr. Mol ist seit 2013. ja, Wir okay. hatten letztes Jahr 10-jähriges, 2023. Jetzt haben wir 2024, also das 11. Ja, du Jahr. hast recht. Mol hat mehr Gehirnzellen gestohlen. Okay, Ja, jetzt habt anscheinend. ihr den Beweis. Saufen macht dumm. Aber ja, wir machen das, wie gesagt, schon seit 2013 und wir waren so die letzten Jahre nur noch eine Gruppe von 4 Personen, also wir beide und unsere Sauffreunde Michael und Katha. Und diesmal waren noch 2 Personen bei, die in den Vorjahren auch schon ein Mädel war einmal dabei, Steffi heißt die, und Tobi war schon zweimal dabei. Die sind jetzt nochmal mitgekommen, weil wir halt so bei Untappd irgendwie gemerkt haben, die saufen auch gerne, das wussten wir auch vorher, aber irgendwie das hatte sich so ein bisschen verlaufen und jetzt haben wir da nochmal zusammengefunden und sind dann Schön. von Mittwoch über Fronleichnam bis heute zum Sonntag waren wir dann dort. Also quasi 4 Tage Party. Ja, war anstrengend, aber wunderschön. Also schöner, also es war halt wirklich cool. Also, dass man ja auch jetzt mal ein paar mehr Leute jetzt wieder waren. Man konnte sich super unterhalten, aber 4 Tage ja Bier durchtrinken, ja, da hat man so ein paar körperliche Probleme. Das ist Wir dann schon ein bisschen anstrengend hatten, muss für man den sagen, Magen. Glück mit dem Wetter, denn es war eigentlich Ja, durchgehend da Regen auf jeden gemeldet. Fall, ja. Und trotzdem war es die ersten Tage wirklich größtenteils trocken. Wir haben zweimal gegrillt und ja, wir haben auch richtig viel gequatscht und wir haben so gelacht, dass ich Muskelkater in meinen Bauchmuskeln Ja, habe und sind so ein paar neue Insider jetzt wieder entstanden und so. Ja, ja, da. das hat super geklappt. Ne? Wir sind so nicht auf den Sack gegangen. Wir haben tatsächlich auch irgendwie nichts gemacht. Wir saßen einfach nur, haben gesoffen und geredet. Wir Ja, haben machen wir einmal ja Bierpong immer. gespielt. Ja, wir hatten Spiele dabei uns, aber es hatte einfach keinen Bock, ein Spiel zu Ja. spielen. Ja, normal ist es ja auch nur Freitag bis Sonntag. Das war das erste Mal, dass wir über so ein Ja. verlängertes Wochenende gefahren sind. Und mir hat das persönlich gut gefallen, weil man halt, also, ja gut, wenn man freitags ankommt und dann ist ja Samstag quasi schon, oh, morgen reisen wir schon wieder ab. Jetzt Ja. hatte man einfach ein bisschen mehr Zeit. Und wir haben auch wirklich dann nochmal so tiefere Gespräche gehabt. Gerade jetzt mit Steffi und Tobi, die wir ja auch lange nicht mehr gesehen hatten. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, wo wohnst du überhaupt, was arbeitest du überhaupt. Also da musste man wirklich quasi nochmal bei Null anfangen, nochmal auf Stand zu kommen und diese Ja. ganze Pause in unserer Freundschaft, die wir da quasi hatten, also es war ja keine Pause, man war ja befreundet, aber diese ganze Phase, wo man sich nicht gesehen hat, um das nochmal aufzuarbeiten, so wer da was erlebt hat und so. Es war Ja, auf jeden genau, da Fall richtig hat man cool. sich so ein bisschen ausgetauscht, was so die letzten Jahre halt bei einem so passiert ist. Wir haben ja auch einiges erlebt, ne? Und dann konnte man sich da super nochmal austauschen, nochmal alles nochmal erzählen. Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Wir haben 222 Schnapszahl Biere getrunken. Wir haben aber bis zum letzten alkoholfreien Bier auch gekämpft, die 222 voll zu kriegen. Ja. Ja. Ja, gut, jetzt muss man sagen, da waren aber auch 2 Liter Flaschen dabei teilweise, ne? Nee, das kommt Und so drauf an. Ne? Ich habe schon zu Tobi gesagt, wir brauchen dann nur noch so kleine belgische Bierchen mit 250 Milliliter. also Dann wenn man kommst es du wirklich, schneller an eine höhere Anzahl an Bieren. wenn man es auf die Anzahl an Untappd-Check-ins einlegt, oder nee, Gott, das ist ja die Anzahl der Behälter quasi, dann Ja. einfach kleine Radler. Guck mal, Ja, von so also. kleinen Radler kann ich, weiß nicht, 20 am Tag trinken oder so, Ja. aber darum geht es ja nicht. Wir haben ja verschiedenste Biere getrunken. Wir hatten ja nicht wirklich eine Wahl. Wir haben ja am Abend vorher alles, was es gab, gekauft, was wir noch nicht hatten. Und ja, Michael und Katja sind ja eher so die teuren Craft-Bier-Spezialisten, die sich dann ganz besondere Spezialitäten da gekauft haben und so.
Ja, wir haben ja alles an Biere dabei. Es sind wirklich ja alles einzelne verschiedene Biere, damit wir jedes einzelne Bier loggen können in dieser App. Und es ne, sind ja jetzt, gut, wir hatten ein paar 5,0 Export dabei fürs Bierpong. Wir haben ja halt einmal Bierpong gespielt, also drei Runden. Ne, wie viele Dosen waren das? 12 Dosen für drei Runden oder so. Ne? Aber sonst hatten wir jedes Bier einzeln. Ja. Schön. 220 Biere vollbekommen, unser persönlicher Rekord. Nächstes Jahr Es müssen wir diesen ist aber gar toppen. nicht so krass, weil als wir mit Michael und Katar Nee, für ist es zwei nicht. Tage alleine waren, hatten wir auch, ich glaube, 100 Biere. Ja. Also quasi 25. 102, glaube ich, war der letzte Thumbnail bei YouTube. Also 102 Biere in 2 Tagen und Ja. wir waren zu viert. Das müsstest du ja jetzt, weil wir alleine schon 4 Tage waren, müsstest du es ja schon verdoppeln, wärst du schon bei 204. Ja. Und dann müsstest du ja noch für Tobi und Steffi nochmal für 2 Personen, also müsstest du es ja nochmal mal 1,5 rechnen, weil ja nochmal 2 Personen dabei, also nee. Ja, wir waren ja auch, ab und zu sind ein paar Mitspieler halt ausgeschieden für einzelne Tage, weil halt der Körper nicht so mitgemacht hat, so tagelang durchzutrinken. Na, ja. Aber keiner dieser Mitspieler sitzt gerade hier im Podcast. Also wir haben straff Ich habe durchgehalten. eigentlich ja jeden Tag, obwohl der Samstag halt sehr, sehr schwierig war, also so an Motivation und an Bauchweh und so, da wieder einzusteigen. Wir haben ja dann erstmal einen Hugo und einen Wodka getrunken, weil Bier halt einfach nicht mehr ging, halt wegen der Hefe und dem Ich Gerstenmalz und so. mag auch Das ist einfach halt. kein Bier. Ich trinke nicht gerne Bier. Was ich aber Ja, doch, gerne ich trinke sehr tue, gerne nee, Bier. ich überhaupt nicht Radler, ne? Obwohl mir Aber schmeckt ja auch einfach nichts mehr an Bier. Ne? Also alles, was wir an Biere hatten, waren halt so standarddeutsche Biere wie ein dunkles Bier, ein Lagerbier, ein Pilz vielleicht. Wir hatten Hefeweizen. sehr viele Weizen, sehr viele Hefeweizen, weil wir uns da halt immer so ein bisschen zurückgehalten haben. Jetzt haben wir sie mal alle gekauft, damit wir ganzen Hefeweizen loggen können. Das sind ja halt so, da kostet ja ein Fläschchen vielleicht 90 Cent oder so aus dem Getränkemarkt. Ne? Was ich ja eigentlich sehr gerne habe, sind halt etwas teurere Biere in der Richtung India Pale Ale, ne? New England India Pale Ale, die Richtung an Bieren, die halt mega lecker sind. Und halt diese Standard-Billo-deutschen Biere, die mag ich halt überhaupt nicht mehr. Die muss ich mir immer mit Cola jetzt mischen, weil mir das halt echt gar nicht mehr schmeckt. Also Ne? mir hat Bier noch nie gut geschmeckt. Ich mochte immer Mischbiere, also quasi Radler in allen verschiedenen Varianten. Und Kölsch ist in Ordnung. Aber Ja, ansonsten, Kölsch kann man sich immer mal ja. geben. Aber das Ja, Einzige. genau, was ich eher mag, sind dann leichtere, wässrigere Biere, weil sie halt leichter und nicht so ganz so eklig halt sind. Dann hast du halt so ein schönes, leichtes Bier. So, deswegen hat mir Amerika da gut gefallen, weil die eher so diese Richtung haben. Und Kölsch geht ja so in die Richtung, dass du immer so ein schönes, leichtes Kölsch hast. Ja, sowas mag ich dann eher, Ja, anstatt diese ich fiesen sammle halt gerne. Packweizen. Also wenn du mir jetzt eine App geben würdest, wo wir, keine Ahnung, Cocktails einchecken könnten, würde ich auch Cocktail. Also dann würde ich lieber Cocktails trinken als Bier. Hey, Bier ist schon sehr geil. Ich mag aber halt einfach diese Standard-Billo, also billigen deutschen Biere, mag ich eigentlich nicht mehr so. Ja, mir ist es egal, wenn es ein Radler ist. Ja, stimmt. Oder wenn man immer ein bisschen Limo Aber drauf jetzt kippen hatten kann, wir ist ja nur noch, okay. wir hatten ja jetzt quasi nur noch so diesen Abschaum, den wir all die Jahre nicht gekauft haben, weil wir es nicht mochten und weil wir jetzt keine Wahl haben, haben wir es jetzt geholt. Wir hatten Kellerbiere, dunkle Biere, Hefeweizen, Zwickel, Märzen, alles, was ich nicht mag. Ja, das ist deswegen, und das auch das durcheinander zu trinken, das ist dann halt irgendwie fies. Ja, aber jetzt musst du halt das mal objektiv sehen. Wahrscheinlich sitzt da jetzt einer draußen, der sagt, oh, ich trinke auch super gerne Bier, aber trinkt halt den ganzen Tag wahrscheinlich nur Bitburger Pilz und denkt Pilz, so wie ich früher. Pilz ist so das Nonplusultra im Bier, es muss ein richtig schönes herbes Pilz sein, vielleicht noch aus Norddeutschland, ein Flensburger. Auf seinem Und Fliesentisch trinkt oder dann, was? ja, genau, und trinkt dann so 40 Bier, dann 40 Pilz an dem Stopfte Wochenende. sich dabei auch Zigaretten mit so Und einem ja, Maschinchen. und sagt dann so, ah ja, Kölsch kommt ihm gar nicht ins Haus und so ist er nur billige Pisse oder so. Ne? Aber ich bin ja eher einer so, ja, ich finde aber das sind Industriebiere, das ist für mich halt Abschaum und möchte halt sehr gerne so ein 5 € Neiper, ne, was halt so mega krass für mich schmeckt und mega geil ist. Und davon würde ich mir gerne halt 5 dann reinkloppen und so, die dann 6,5% haben. Ne, das ist dann halt so voll Ansichtssache an Biertrinkern, finde Wenn ich. es nach mir geht, die billigen Dosen aus Kaufland oder sonst was, 39 Cent haben die früher gekostet. Ich glaube, die kosten jetzt 45 Cent. Also das billigst denkbare Bier und dazu Orangenlimonade. Bin ich glücklich. Ja, natürlich, so für die Masse. Aber trotzdem, also bei manchen dunklen Bieren so hilft dann auch keine Limo mehr. Sind einfach fies. Oder Nee, so weil da einfach Märzen. dieser ekelhafte Ja, Grundgeschmack drin ist. ja, Aber wie dem auch sei, ja. ich habe, glaube ich, 105 Biere gelockt, weil wir halt Ich glaube, ich auch. habe jetzt auch die 100 dann, glaube ich, geschafft gestern. Das weiß ich jetzt gar nicht, oder? Weiß ich nicht, weil wir aber halt auch untereinander dann probieren und Ja, einchecken und so. genau. Dann probieren wir mal beim anderen und so. Ne? Es war als Sammel-Event auf jeden Fall richtig cool und Ja. ja, was beschweren wir uns ja eigentlich, dass wir 4 Tage saufen mussten? Ja, ja, wir haben es überlebt. Gleich wird erstmal Schnitzel Nee, gegessen. gleich wird Ich erstmal habe geduscht. ich hab, ich hab,
Ich habe ja noch, ich will ja unbedingt endlich mal hier das Malzbier loggen und probieren, aber ich glaube, ich muss ein paar Tage warten, weil in Malzbier ist ja auch Hefe und Gerste drin. Und Oh, machst du jetzt schlapp? ja, ich will dazu ja auch ein Video machen und so. Ich hatte ja voll Bock, ich mag Malzbier. Da bin ich ja in letzter Zeit, bin ich ja wieder voll auf den Geschmack gekommen. Ich mag das ja gerne, und aber ich glaube, ich muss Ich weiß warten. nicht, ich glaube auch, wir brauchen einfach so einen Sekretär, der unsere Termine ein bisschen besser verwaltet als ich, weil ich glaube, wir brauchen beide Mitte Juni eine neue Leber. Das geht nicht anders. Weil was jetzt noch alles ansteht. Ja, Malzbier hat ja keinen Alkohol, das Nee, kannst du dir Malz viel vorstellen. nicht, aber am Donnerstag sind wir schon wieder weg und feiern und dann ist unsere Geburtstagsfeier. Und dann bitte, geh mir Ja, weg aber mit Bier dann müssen bis. wir erstmal abhaken. Da Boah. brauche ich auch erstmal eine längere Pause, Boah, ich ne? glaube dann erst in der Türkei wieder Bier. Ja. Boah, ich kann es nicht Ja, mehr oder sehen. vielleicht mal so am Karawan. Ich bin ja auch so, wenn ich jetzt 3, 4 Tage nichts mehr getrunken habe, dann denke ich mir, ach, ich kann doch schon wieder ein Lagerbier reinhauen oder so. Ne? Ich bin ja Ja. immer, es war mir jetzt einfach zu viel. Dann trinke Zu ich auch wieder viel gerne Bier. Es war einfach Lagerbier. zu viel Bier. Ja, ich muss ja auch ein neues Bier kaufen dann Wenn du mir jetzt für hier so den einen Sinne. leckeren Pina Colada mit Kirschsaft, wäre ich nicht abgeneigt. Nee, ich habe auch keinen Bock auf Alkohol, so jetzt. Ja, und nimm ich auch einen alkoholfrei, falls das gibt. Es war aber auch voll okay so am Wochenende. Also ich war ja schon dann teilweise manchmal Knüller, aber es war so voll angenehm und so. Ich hatte am ersten Knüller Tag oder Knülle? so Knülle, halt so, aber so angenehm Knülle. Geil war, glaube ich, der zweite Tag. Genau, da habe ich ein bisschen gebraucht, weil ich hatte kein Elotrans am Abend genommen und so. Und hatte dann halt heftige Kopfschmerzen. Und so habe ich auch erstmal Ibos und so genommen und so. Mir war mega, mega schlecht, musste mich ein bisschen Wieso beherrschen. auch? Ich habe nicht eine einzige Ibo das Aber Wochenende genommen. Michael hat ja auch so zwei dann am Morgen reingepfiffen, und Tobi, glaube ich, auch. Wir haben ein bisschen so am ersten Tag gekämpft, die Tage ging es super. Da habe ich ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich, glaube ich, so ein, zwei Starkbiere am Anfang getrunken. Dann hatte ich den ganzen Tag, habe ich so eine schöne leichte Angeheiterkeit. Kann man das so sagen? Eine schöne, schöne Heiterkeit hatte ich den ganzen Tag und habe Das dann ist gemütlich weitergetrunken, und das war, cool. ja. Ich weiß nicht, ob das jugendfrei ist, aber gut. Was denn? Also wenn man so vom Saufen so schwärmt. Ja, also wer unseren Podcast hört, weiß, dass wir auch andere Sachen machen. Ja, das sowieso. Na gut, wer es Amerika gesehen hat, hat mir ja jetzt mal eine Dose Bier in der Hand. Das war, Ja. aber das hört auch Es ist wieder auf, denn jetzt ich eine mag heiße das eigentlich Phase. nicht. Es ist eine heiße Phase. Normalerweise machen wir nicht so viel. Ja, zumindest nicht so viel nacheinander. Aber Ja. jetzt der Juni wird noch mal Ja, mehr wir haben unsere Knüll, hast du Geburt, gesagt. genau, unsere Geburtstagsfeier steht an. Mit Dirk und Sabine steht ein Ausflug an. Wir sind beim Holiday-Check-Event, da muss ich auch ein paar Biere loggen, auf Das jeden musst du Fall. ja prinzipiell nicht. Doch, natürlich. Und je nachdem, wenn da die Leute vom letzten Jahr dabei sind, dann können das auch vielleicht 2, 3 Biere mehr werden. Das kann ich jetzt nicht versprechen. Also. Ach so. Nein, da freue ich mich aber auch mega Ja, das drauf. wird Aber cool. da logge ich, also das hoffe ich jetzt nicht hart oder so. Das ist Nee, definitiv natürlich nicht. nicht. Nachher blamiere ich mich, habe ich gar keine Lust zu. Nein, es geht darum. Ja, obwohl letztes Jahr in Berlin war schon so ein bisschen, also da, aber weil wir Aber so nicht bei unser schön. dir, bei dir jemand anderem, meinst du? Ja, bei mir aber auch. Nein, du warst nicht Und unangenehm. wie hieß er denn? Ey, sag doch nein. Nein, aber wir haben es ja so gut Ja, ich verstanden. weiß, wie du meinst, Ne? Und dann trinkt der kommt man. dieses Mal nicht. Ah, dann trinkt man halt mal dann 2, 3 Bier mehr, wenn man sich auch gut versteht und dann so ein bisschen quatscht und so, dann ist schon mal das eine oder andere Bier mehr, ne? Aber ne, schauen wir mal, was wird. Ja. Okay, was haben wir noch so? Damit haben wir mal Ja, keine abgehakt. Ahnung. Ach so, wir waren heute noch im IKEA. Wir feiern ja in 2 Wochen unseren Geburtstag. Wir haben das jetzt mehrfach gesagt. Dann werden wir eine IKEA Hotdog Party machen. Das heißt, es gibt einfach irgendwie 150 Hotdogs oder so. Und ja, lecker. Auf jeden Fall mussten wir jetzt diese Hotdogs natürlich einkaufen. Und wir kamen gerade zufällig am IKEA vorbei. In Holland hat er ja auch sonntags auf. Dachten wir springen da mal ganz kurz rein und holen ein paar Würstchen und springen wieder raus. Nein, da muss ich echt sagen. Was ist denn falsch? Was ist falsch bei den Deutschen, die sonntags solche Sachen unternehmen? IKEA war brechend voll. Das war so, als, ich weiß es auch nicht, die saßen davor mit dem Softeis. Dieser ganze Bereich mit den Hotdogs war voll. Da war eine Schlange an dem Senfpumpautomaten und an den Kassen. Es war einfach brechend voll mit Kindern. Die kamen auch teilweise ohne Einkäufe raus. Die waren da nur mal bummeln. Naja, Wer tut sich das an? keine Man Ahnung. kann in der Woche so schön am Abend zu IKEA gehen und man kann sich da bewegen. Also gerade eben hätte ich, wie heißt das vorne bei so einem SUV, womit wenn für Tiere? Wie heißt das vorne mit einem SUV Ne, für am Tiere? SUV vorne so ein Dings drauf, damit du irgendwie Kühe oder. Hey, meinst du so wie so ein Schneepflug vorne? Ja, wie bei einer Heißt das Eisenbahn. Bullenfänger? Nee.
Ich kenne das jetzt nur Ich so meine das. Schnee, die den Schnee wegräumen, so ein Flug halt Ja, gut, vorne. dann nehmen wir das als Beispiel. Ich meinte eigentlich vorne an so einem SUV, wenn die da dieses fette Gitter haben und so, um sich da Platz frei zu rammen. Sowas hätte ich auf jeden Fall Okay. gebraucht. Oder einen Schneepflug hätte ich gebraucht, um die einfach auf Seite zu schieben. Ja, auf jeden Fall, wir waren in 15 Minuten wieder da raus, hatten es bis hier oben stehen und ich frage mich einfach, wer macht sowas Sonntag? Meine Schwester ist heute auch am Sonntag im Indoor-Spielplatz mit Damian und Fabio. Wer tut sich das an? Naja, da Wie würde ich noch, mir die Kugel oder was geben. sind Dinge, die man auf keinen Fall an einem Sonntag oder generell am Wochenende oder in den Ferien macht? Phantasialand, Indoor-Spielplatz, Schwimmbäder. Eigentlich macht man nichts. Man kann sonntags, finde ich, zum Beispiel im Wald spazieren oder sowas. Sowas könntest du man, wenn man jetzt auf Krampf mit Kindern Zeit totschlagen muss. So Wald geht klar. Aber alles, so diese Attraktionen, da würde ich sonntags nicht hingehen. Boah, sonntags ist für mich ja eh ein Gammeltag. Also sonntags ist oder dass Ja, man aber zumindest zu mit. Hause ist oder so. Ja, klar, mit Ja. Kindern ist das anders und so, ich weiß. Aber schrecklich, Nee, das schrecklich. ist schrecklich, ja. Ja gut, Sonntag hat halt so vieles zu, auch in Deutschland. Aber das finde ich halt auch schön. Dass man so immer so einen Tag in der Woche, wo halt wirklich so Ja, aber mal da war komplett doch alles gerade im zu hat. Ikea Und kein Holländer, das waren doch alles nur ja, Deutsche. natürlich, weil Deutsche behindert sind im Kopf. Sorry, das wollte ich nicht sagen. Also bekloppt sind im Kopf. Das sind sie definitiv. Also, irgendwas läuft da falsch. Aber Ja, gut. nee, das ist ja klar, wenn hier alles zu hat und mit Gut, Kindern im hat man Endeffekt, halt wir nicht waren ja so. nun auch da, aber das war halt jetzt nur Ja, der das war jetzt Zufall, weil wir da notgedrungen. vorbeikamen. Wir Aber ich machen glaube, das wir sind nicht. da rein. Ich war nach 15 Minuten wieder raus und hatte für 100 Euro Hotdogs gekauft. Also besser geht es nicht. Die haben schön Zack, zack, die haben raus Umsatz dann. an mir gemacht, aber ich gehe da nicht hin, bummel 3 Stunden, esse ein Softessen, fahre nach Hause. Ja, wir sind halt jetzt vorbeigekommen. Das hat sich halt super angeboten jetzt, ne? Weil wir Ja, sind aber ja da da war ja immer auch, da war effizient, was generell das ja auch angeht. richtig Stau. Da ist ja auch noch Kinderstadt Herlen, der Boah, es war richtig, war Indoor-Spielplatz. überall Stau, weil aber auch so viele Deutsche jetzt aus diesem langen Wochenende irgendwo aus Holland und Belgien jetzt zurückgekommen sind. Der ganze Park war ja auch voll mit Deutsche. Wir sind manchmal voll das unangenehme Volk, stimmt schon, ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass man bei diesen ganzen Sachen so antizyklisch vorgeht, dass man halt nicht am Wochenende sowas besucht, sondern halt wirklich genau, wenn keine Ferien sind, in der Woche und dann mal abends. Also immer halt genau das Gegenteil von den Stoßzeiten einfach. Ja gut, ich bin sonntags eigentlich, das bin ich immer zu Hause und chill auf der Couch, da können die Leute machen, was sie wollen. Ja Also ist mir ja gut. dann eigentlich egal, Wenn du dann ein ne? kleines Kind hast, was dann, Domi, Domi, was machen wir heute? Dann sitzt du auch nicht auf der Couch. Ja, aber das wird es ja bei mir nicht geben. Also ich habe ja Ja, jetzt ich den habe ja nicht Papa Luxus, gesagt, ich habe gesagt Domi. ich habe ja den Luxus, dass ich bis zu meinem Tode eigentlich sonntags auf der Couch sitzen könnte. So, das hab Da ich mir ja mache, so da, also ausgesucht. darf ich da mitmachen? Ja, das ist ja deswegen haben wir das ja so Aber wenn du vereinbart. mal deine Patenkinder zu Besuch hast am Wochenende und die dann sagen, Domi, Domi, was machen wir heute? Ja, Dann gehe ich sitzt. mit denen auf den Spielplatz hier vorne hin oder sonst irgendwas? Da gehe ich doch jetzt nicht zu Roculino oder Nee. irgendwie zu einem Indoor-Spielplatz oder ein Schwimmbad. Nicht an einem Sonntag, Nee. nein. Also dann sitze ich lieber da und spiele Nintendo Switch oder so und sowas halt. Vor allen Dingen, Indoor-Spielplatz ist ja eigentlich relativ cool, wenn wir dann immer so sitzen, die Kinder spielen und so, wir chillen am Tisch. Aber jetzt an so einem Sonntag, du musst dem doch eine Leine anbinden, die findest du doch nicht mehr wieder. Also wenn da ein Kind schreit, du weißt ja gar nicht, was ist jetzt So dein Kind. Ja, ernsthaft, der braucht Fähnchen. eine Mütze mit so einer kleinen Flagge oben drauf, damit Ja, man den schön sieht. Das ist doch nicht normal. Nee. ne, ja, Ist ne. nicht meine Welt. Ja, bin ich ja voll bei dir, aber ich habe ja das Problem nicht. Oder wir haben doch das Problem nicht. Wir wollten jetzt einmal Hotdogs kaufen. Ja, okay, schon Wir gut. haben auch Hotdogs gekauft. Ja. Aber ich hätte Ja, aber ich Bullen, habe das ja. heißt Bullenfänger. Ja, okay, kann sein, weiß ich nicht. Ich habe jetzt so kein SUV mit einem Bullenfänger. Ich kaufe mir einen für Ikea, aber Ja, sonst. okay, alles gut. So. Aber guck mal, dann haben wir doch jetzt, wir haben 47 Minuten, haben wir doch viel erzählt. Ich habe eben so gedacht, okay, krass, die Zeit geht gar nicht so. Ja, okay, das ist ja bei Jeeps und so, aber das ist ja nicht für Tiere gedacht, Das oder? heißt aber Bullenfänger. Stell mir einfach so vor, dass Ja. der abends auf dem Feld die Kühe damit zusammentreibt. Aber ich brauche das, um Ja, Ikea die das kann Menschenmassen auf sein. Seite zu Ja, rammen. kann ja sein. Ja. Ja. Nee, gut, dann kommen wir zum Ende. Abgehakt, Amerika ist abgehakt, da sind wir zu Hause. Wir haben in unseren Sauftrott finden müssen, weil ja viel ansteht. Aber gut, wir haben auch viel Arbeit, natürlich, so in der Woche auch und so. Ne? Ich musste gerade darüber nachdenken, wenn wir nächsten Sonntag den Podcast aufzeichnen, dass wir wahrscheinlich schon wieder wie so frisch aus der Ja, Gosse aussehen. genau, Leute. Also, ne, deswegen, ich habe hier immer noch so mein Band-T-Shirt an und so. Ich habe eine Hose, die ich 4 Tage schon anhabe, habe ich immer noch an und so. Nein, Und komm, also erstens, ich habe eine Hose du an, hast, seit ja, fünf, du ich hast habe seit seit 5 Tagen, fünf Tagen habe ja. ich unsere diesjährige Bierhose Ja. an. Du hast dich voll gesudelt. Ja, mir ist so ein halbes Bier auf die Hose gekippt, aber es hatte so richtig dumm, weil ich saß auf der Couch und so. Dann habe ich irgendwie einfach so einen Ruck und so, das hat das Bier halt übergeschwappt und so. Da war ich noch nicht mal richtig voll oder so. Nö. Ja, aber meine Aber Hose hat nach Bier es ist einmal geschwappt. einfach mal ein schönes Bild entstanden, was aussieht, als hättest du dich richtig Ja, das ist eingenässt. richtig, dass ich voll gestrullert habe. Das war auch sehr witzig, ja.
Das kommt auf jeden Fall, kommt dann so auf TikTok in unser Video. Ich mich so, ja gut, wir haben ja hauptsächlich nur Fotos, ne? Ich habe wenig gefilmt. Ich habe auch ein Video von dir, wie du Ah tanzt, ja, super, wo die du dir brauchen deine müssen wir ja Hose rein. bis zu den Nippeln gezogen hast. Ja, das ist super, sowas brauchen wir auch. Ja. Weil wir können ja sonst wenig Material nehmen, wenn wir einfach mit Freunden da sitzen und uns volllaufen lassen, können wir da wenig Material für ein TikTok-Video nehmen, weißt du? Ja, wenig bis gar kein Ja, Material. deswegen. Also, da sind ja ein paar coole Sachen dabei. Ich habe auch schon die Hast Galerie du? abgefilmt Ah. heute und so, da kann man schon was draus machen. Ah. Noch kurz ein paar Worte zum Sunparks Camp in Semeren. Das ist ja Sunparks, ich habe schon voll oft gesagt, Tochtergesellschaft von Centerparks, aber fast so teuer wie Centerparks. Wir haben das über Booking gebucht. Das war vom Preis her cool und unser Bungalow war auch in Ordnung. War Was da okay. halt so voll komisch war, ab 15 Uhr war Check-in und wir waren dann auch kurz nach 15 Uhr da und dass da einfach, die haben da irgendwie die halbe Küche abgebaut zu zweit. Dann waren da noch so zwei Mitarbeiter irgendwie noch, ich glaube, 40 Minuten waren die da noch in der Küche am Ja. Werkeln. Wir haben dann um die herum unsere Bierkästen ausgeladen und wir Ja. hatten insgesamt, warte, wir hatten fünf Bierkästen dabei. Dann, ja, also es war enorm viel Bier, was wir dann um die herum schon ausgeladen haben, während die dann da noch in der Küche dran waren. Das fand ich super unangenehm. Ja, Und im ich habe mich ja Endeffekt. mega erschrocken. Ich bin ja da rein. Ich wollte ja wie gewohnt immer filmen. So als Erster, wenn ich reingehe. Ich mache so die Tür auf. Auf einmal kommt mir dann halt so ein niederländischer Mann entgegen. Ich habe mich voll erschrocken. Ach, du warst schon am Filmen so? Ja, ich mache doch immer so. Ich filme immer so, mache die Tür auf und so und gehe dann so rein. Auf einmal stand der da. Ich habe mich voll erschrocken. Wieso war denn die Tür zu? Die war zu. Ja, die war einfach zu. Keine Ahnung. Der war ja wahrscheinlich anscheinend schon etwas länger da drin. Oder seit 15 Minuten wahrscheinlich ja schon da drin irgendwie. Ja, die haben auf jeden Fall so eine Schublade repariert, haben dafür ewig Ja, und gebraucht, dann haben ja. die am Ende gesagt, es tut uns leid, es hat nicht gut funktioniert und sind dann Na. gegangen. Das ist Sunparks. Wir haben damals so ein Logo entworfen. Es hieß irgendwie Sunparks. Hier können sie nur saufen. Ja, hier können Sie nur saufen. Das haben wir entworfen. Aber wie hieß das im Original? Sunparks, Boah, weiß ich jetzt nicht. überall da, wo Ferien sind oder Ja, sowas. weil das Irgendwie weiß so, ich nicht. irgendwie Ich glaube, das komisch. Motto haben die auch nicht mehr. Nee, aber wir, aber Ja. als, man, eigentlich war es tatsächlich so, dass damals konnte man bei Sunparks einfach nur saufen. Mittlerweile ist auch der Park an sich ganz schön. Die Häuser sind halt wirklich nicht cool, aber der Park ist schön und es war auch gut besucht und Ich fand das heute sehr gut, weil, also wegen Amerika, also weil ich in Amerika gesehen habe an Unterkünfte, war das wie eine Luxusvilla, ja, wirklich. aber ich habe mir Sachen aufgeschrieben, die halt nicht richtig Ja, funktioniert haben und natürlich, so für Holiday-Check ist immer und noch ein Unding, dass halt so in so Bungalow-Parks, die eigentlich mega viel Kohle machen, so in den Niederlanden und so, und die machen richtig viel Kohle. Das ist der letzte Schrei, immer noch Bungalow-Parks für Benelux-Staaten und für Deutsche auch und für Franzosen auch, dass die da keine vernünftigen Unterkünfte haben, das geht eigentlich überhaupt nicht. Egal, ob für Sunparks, Centerparks. Obwohl Centerparks hat jetzt super nachgerüstet. Deren neuer Standard und so ist richtig genial. Das stimmt, Also ja. Centerparks sind mega gut. Ja. Aber Roomport auch manchmal. Roomport hat da manchmal auch Kack-Unterkünfte. Ja. Geht eigentlich nicht Achso, klar. wir haben insgesamt, wir waren ja von Mittwoch bis heute da, aber eigentlich haben wir noch bis morgen gebucht. Das heißt also Mittwoch bis Montag für sechs Personen haben wir bezahlt 80 Euro pro Person. Das Mega heißt pro gut. Nacht unter 20 Euro über ein langes Ja, Feiertagswochenende. das ist Das ist heftig, unschlagbar das jetzt. ist heftig Ist gut. immer noch unschlagbare Preise, Bungalow Hey, unser Park. Bier war teurer. Ja, definitiv war das Ja, teurer. haben wir mehr für Bier als für die Unterkunft bezahlt, Ja, krass. ja. Ja. Und jetzt die Leute, die da draußen sitzen und denken, die sind wieder meckern, aber da kann man ja auch nichts erwarten. Na doch, doch, wie ich gerade gesagt, das sind Riesenketten in den Niederlanden. Und es geht halt einfach nicht klar, wenn da manchmal Unterkünfte halt einfach, keine Ahnung, total abgeranzt sind. Finde ich, geht nicht klar. Meinst du mit den Leuten, die da draußen sitzen, wieder meckern sind? Meinst du diesen Ja, ja. Bitburger-Trinker am Fliesentisch, Ja, was wir eben ja. hatten? Ja, genau. Der meckert über uns, weil wir so meckern. Aber er meckert ja auch wiederum über uns. Das ist ja so eine Meckerkette Und da weißt du noch, dass ich in Zigaretten. Deutschland. Ja. Als du früher noch geraucht hast, hattest du so ein Ja, 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 Stopfmaschinchen? ja. Ich habe gestopft Ich finde früher. das ja, Ich es habe tut mir ja gestopft. leid. Rauchen schön und gut. Nein, rauchen schlecht, aber es ist ja Ich habe okay, wenn. gestopft früher, ja, Ich als ich sag mal so, geraucht ich habe. finde das in Ordnung, wenn Leute Zigaretten rauchen und sich damit umbringen wollen. Das ist ja alles in Ordnung und Ja. legitim. Aber es gibt doch nichts Asozialeres, als wenn du auf deinem Fliesentisch mit dem Krümel da dran Ja, bist und. meine Oma hatte ja einen Fliesentisch unten bei Inge und Ich Josef. Wir finde hatten ja einen das. Fliesentisch. Ich habe früher, meine Mutter hat früher auch hier diesen Tabak in Dosen Ja. gekauft und hat das so Naja. gestopft. Und dann hat die immer so vorgestopft, dann abends beim Fernsehgucken so 400 Zigaretten Ja, aber du vorbereitet. kannst nicht so krass vorstopfen, weil der Tabak, der wird in den gestopften Zigaretten irgendwann trocken und grisselig. Du kannst eigentlich immer nur so für einen Tag vorstopfen, du kannst nicht für so eine Woche vorstopfen, sonst wird Ich der meine, die hatte Tabak dann diese schlecht. Hülsenbock.
Ochsen. Ja, dann warst du schon knallhart, aber so frischer Tabak, das ist ja so Tabak in Dosen, das ist eher so, ja, der ist halt ein bisschen anderes als so fertige Zigaretten. Der wird halt an der frischen Luft, wird der hart und dann schmeckt der nicht mehr. Und Leute, die dann für eine Woche Zigaretten vorstopfen, die sind dann knallhart, dass die so fiesen Tabak Also dann ich meine, das rauchen. da, wir hatten diese Hülsenboxen voll mit Ja, Kippen. entweder habt ihr Sind die ja dann 200 untereinander Stück. geteilt. Ja gut, wenn du die Ich ja habe sie mit da fünf nicht Mann geteilt, teilst nein. oder so. Nee, aber nach ein paar Tagen wird der Tabak schlecht dann. Also was heißt schlecht, der geht dann, der wird einfach hart und dann der schmeckt dann nicht mehr. Also Zigaretten vorstopfen dann eigentlich schon für ein, zwei Tage und danach wird der Tabak an der frischen Luft wird der fies. Das heißt, dass eigentlich dieser Fliesentisch wird niemals ohne Tabakkrümel sein, wenn du jeden Tag frisch nachstopfen musst, Ja, oder? genau. Ich habe aber tatsächlich, also für die Leute, die jetzt auf dem Podcast nicht wissen, ich habe früher mal geraucht, als ich so 15, 16, 17 Jahre alt war, glaube ich. Ich weiß nicht, wann die erste Zigarette und so und wann. Doch wann das wieder aufgehört war, als ich so 9, 18, 19 war, als ich dann auch in meiner erste eigene Wohnung hatte, habe ich dann halt einfach aufgehört zu rauchen. Ich habe dann irgendwie immer seltener geraucht, habe mir nur noch Zigaretten geliehen und irgendwann habe ich es dann einfach ganz gelassen. Keine Ahnung, es hat einfach wieder aufgehört. Hat da gar keinen. Und jetzt kann ich nicht mal, wenn ich mal richtig im Suff bin und so und dann mal an der Zigaretten ziehen will, ich kann das überhaupt nicht und dann Ich mag bekotze es ich mich nicht. fast. Ja, weil ich habe dann halt auch dann irgendwann gestoppt, weil es halt einfach günstiger war, wenn man so jung ist halt. Es ist halt einfach günstiger. Weißt du, was ich mal versucht habe? Es gibt da diese Blättchen, wo man so anlecken Oh muss, ja, ne? aber das ist richtig schlimm, das habe ich nicht gemacht. Hat den ganzen Tabak an der Zunge gehabt. Du hast das mal Ich versucht. habe das Ich mal habe das versucht. nie gekonnt, auch so selber Nee, nee, ja, drehen und nee, ich so. habe das dann irgendwie so angesabbert, keine Ahnung, dann. Aber das ist auch richtig eklig, Ich wer sich weiß, so wenn selber jemand so Zigaretten richtig. so dreht. Vor allem, das sieht ja auch immer eh richtig ekelhaft aus. Wenn das so einer macht, der raucht die, dann ist das so ein richtig durchnässtes, fieses Röllchen. Ne? Das ist so ekelhaft. Leute, ey, hört auf zu rauchen, das ist scheiße. Saufen. Ein Kumpel von uns hat total besoffen und versucht, dieses Ding zu rollen. Nee, Rauchen ist nicht gut. Rauchen ist nicht. Also die das machen, okay, muss jeder selber wissen. Wir rauchen ja auch tonnenweise Shisha, also ne? Müssen wir auch selber wissen. Das ist, ja, aber darum ging es mir. Es ging jetzt nur um diesen Klischee-Fliesentisch-Zigarettenstopfer, der uns da verurteilt anscheinend. Ich saß bestimmt mal bei meiner Oma am Fliesentisch und habe mal Zigaretten gestopft. Definitiv habe ich das mal. Ich habe mit meiner Mutter mitgestopft, also ich Ich fand kann das das dann. wie. Ich finde das so klar, wie das so. Nein, ich so schön in weiß. den 80ern, weißt du Nein, noch, so ich. 3 Jahre, was wie Damian, der Nein. heute so bastelt und so Ja. sitzt du einfach so mit 3 Jahren und ihr stopft so Zigaretten am Nein, ich meinte jetzt so mit Fliesentisch. 14, aber das war natürlich auch geil. Und dann und ich so in der Schule voll nach Tabak, im Kindergarten voll nach Tabak. Dass überall die Krümel so an der Kleidung und so. Das ist Weißt du? asozial, das ist wirklich Ja, das sind doch asozial. so Sonntagsaktivitäten. Ihr könnt einfach Zigaretten stopfen Genau, mit deinen okay. Kindern, Genau, Leute, bevor ihr ey. sonntags zu Ikea geht mit euren Kindern, lasst die einfach Zigaretten stopfen am Fliesentisch. Es ist praktisch, ihr habt dann schon für die Woche vorgesorgt und die Ja, kleinen aber nicht zu Scheiße sind lange warten. beschäftigt. Genau, nicht zu lange warten, der Tabak wird sonst Nee, nur für grisselig. eine Woche, dann können die sonntags neue stopfen. Na, genau. Ja, okay, so, haken wir das ab. Ich brauche ja jetzt wieder, aus Amerika brauche ich ja wieder neue Titel und Thumbnails, weil jetzt ist ja wieder, jetzt muss ich mir Ja. Titel und Thumbnails Soll ich noch überlegen. schnell was Lustiges sagen? Ja, wir haben, ich glaube, mit Fliesentisch und so und Zigarettenstopfen haben wir schon Das war einiges nur ein Spaß, getan, ich kann ne? nicht auf Kommando. Hä? Wie meinst du das? Ich sag, soll ich noch schnell was Lustiges sagen? Da hast du So. gesagt, es war ein Spaß. Ich kann noch Nee, nicht aber auf. wir haben doch genug Material jetzt für den Titel und so. Nee, okay. Ich. Leute, wir Ja. verabschieden uns in die neue Woche. Viel Erfolg, viel Spaß. Wir hören uns dann. Schaut unsere Videos auf YouTube, auf TikTok und wir haben ein spannendes Leben. Bis dann.